Ja, ich hatte auch nur, ich hatte eigentlich nur einen weitergeschaltet, aber der schaltet dann nicht auf die Sämaschine, sondern erst auf den Traktor. You know what I mean. Muss doch noch ein Vorgewinde fahren hier. Warte mal. Das können wir eigentlich ganz einfach machen, weil das ist ja eine glatte Dingsbums. Ne? Weiß schon. Habe ich mir hier vorhin auch genommen. Das habe ich mir als Richtmaß genommen. Ich glaube, das sieht gut aus so. Perfekt. Nach da geht auch. Nur da hinten ist so eine komische Rundung. Die muss ich mit Hand fahren. Ja, aber mit dem Saatgut werde ich auch nicht auskommen, tatsächlich. Nee, bei der Größe nicht, aber das waren jetzt die, die noch im Regal standen. Ja. Ich muss mal gucken. Saatgut. Ist irgendwo reinfüllen? Nee, ich habe tatsächlich nichts, wo ich das reinfüllen kann, ne? Wir müssen uns tatsächlich mal, ich muss mal gucken, dass wir uns irgendwie mal so einen kleinen Überladewagen zulegen. Ja. Aber Aber nicht jetzt. so, nee, kannst du sowieso nicht, weil ein kleine gibt es hier tatsächlich Überladewagen im Dings nicht. Da müssen wir uns mal einen mit draufnehmen. Mods-mäßig meinst du? Ja, da suche ich mal einen kleinen hübschen raus. Dass es auch wirklich nur ein kleiner ist, dass wir den dafür benutzen können. So, ich glaube, jetzt haben wir aber erstmal genug von Blessuren und Krankheiten. Ich leide noch still und leise vor mich her mit meiner Blase an meinem Finger. Und ich glaube, dann haben wir auch genug von Krankheiten, oder? Ja. Da hinten ist Bist noch du was, das sicher? müssen wir noch mal. Es gibt eine viel schlimmere Krankheit. Man nennt es Diese. auch Sucht, ne? Ja. Die Sucht zu zocken. Sowas aber auch. Die ist ganz, ganz schlimm. So, jetzt dürfte das aber abgehen hier. So, jetzt muss ich mir erstmal was eingießen. Bis Was einen auf trinken? die, einen über die Binde kippen oder was? Genau. So. Das kann man wieder wegmachen. Gar nicht so einfach hier. Vorgewendet zu fahren ist echt nicht einfach, wenn du eine Kurve hast. Ja. Vor allem, wie gesagt, das ist ein hängendes Teil. Das ist ja dann wieder was anderes wie zum Beispiel der Flug. Der ist ja stur hinten dran. Ja, aber ich muss mich ja auch mal den Herausforderungen stellen, oder? Genau. Finde ich zumindest. Ja, ich wechsle ja auch gleich vom starren Teil wieder zum hängenden Teil. Hört sich an. Wir wollen es nicht wissen, Philipp. Dinge, die man nicht wissen möchte. Oh, Ruckel übers Feld. Schalalalala. Auch Andrina, solltest du jetzt nicht fahren können, du hast doch eine gute Vertretung neben dir. Meinst du, die Vertretung kann das besser als ich? Ja, möglich. Nee, Möglich ist das. nee. Sie würde Kornkreise machen. Ja. Und Andrina darf sich nächsten Alu. Stream wieder wegmachen. Mit einem Aluhut. Ja, Oder irgendwelche Smileys oder sowas. genau.
Das Schlimme ist tatsächlich, dass ich ihr sowas zutraue. Ja. Wir haben unseren Spaß an sowas. Mhm. Ja, hab ich ja schon. Ist so, wenn du dein Stroh da einsammeln musst. Mhm. Ich merk schon. D? Was? 8D? XD wolltest du schreiben, oder was? Andi! Nicht so kompliziert, Blondie schafft das nicht. Mach nicht so. Du hast schon 10% geschafft. Ja, ich bin aber noch nicht mal einmal rum. Bin noch nicht mal einmal rum. Hab ich alles? Ja, sieht gut aus. Aber ich glaube, das läuft ganz gut. Könnte besser sein, aber es kann es immer. Kopf nach links neigen, bitte. Aha. Nein! Dann wird's schief. Auch wenn schief modern ist. So. Ach, da war das Stück. Ich wollte das sagen. Ich habe da irgendwo ein Stück übersehen. Gehen wir so. Das war ja ziemlich gerade, oder? Ja, das war natürlich. Ja, komm, ein Stückchen noch. So. So wird da ein Schuh draus. Aber wir wollen doch gerade keine Schuhe. Doch, doch, doch. Pelzstiefel. Ich glaube, da wirft gleich einer was, wa? Oliver Genie, Chen, Oliver Chen. Einen wunderschönen Moin Moin. Moin Moin, ist Gesappel. Willkommen bei Andrina Games. Oliver Chen. Ja, das ist, ist genauso wie Hallöchen. Ah. Oliverchen. Oh, Oliverchen, Chen, Chen. Oliverchen. Oliverchen. Oh Gott. Hier werden sie gelehrt. Also wenn das mal nicht ein anständiges Vorgewende ist, ne? Also, ich ja mal so sagen. Naja. Hallo, hallo. Das ist Können. Hast ja ganz gut hingekriegt. Das war Können. Okay, jetzt habe ich eine Lücke gelassen, aber ist wurscht. Aber zwei Vorgewände sollten reichen, denke ich. Nein. Ob du jetzt Nein sagst oder China fällt Sack Reis um. Das sollte das gar nicht bedeuten. Der Flug hat links herum angefangen rumzuziehen und fuhr auf einmal geradeaus auf das Baumwollfeld zu. Am Anfang lernen sie noch fleißig und dann werden sie frech. Naja, es gibt Leute, die machen das umgekehrt. Die sind von Anfang an frech und lernen dann erst. Niemals. Nein, natürlich nicht. Wie komme ich auf die Idee? Einmal eine Lücke ist und bleibt eine Lücke. Ja, ich mach sie ja weg, Siki! Ich mach sie ja Hallo, weg. Hallo, Miri! Miri! Die Jungs mobben mich. Und ich weiß nicht warum. Also doch, ich weiß warum, aber. Es sind nicht nur die Jungs, das ist, ne? Stimmt, Beringer war auch dabei. Einen wunderschönen Feierabend, liebe Miri, wünsche ich dir. Oh. Hier ist auch eine Lücke, aber die mache ich nachher noch zu. Guck mal, nie nicht. Kann gar nicht sein. Wie nie nicht? Natürlich nicht. Komm ich auf die Idee. 9 von 10 finden Mobbing toll. Ja, das stimmt. Boah, der war gut, Olierchen. Der war gut. Der eine nicht.
Also, Andi, wenn du den Witz jetzt nicht erklärt hättest, ne, dann hätte ich das nicht gewusst. Ah, oh, Hilfe. Ich bin fast ein... Also nein, also irgendwann bin ich bald ein zweites Mal rum. Ach, du musst es dir selbst erklären. Ach so. Ach so. Oliver, Dankeschön für dein Follow. Dankeschön. In Klammern Selbstgespräch. Was glaubst du, wenn Manu zockt? Die spricht garantiert mit sich selber, so wie ich auch. Ja, ja, und ich denke immer. Zeit mit dem Bildschirm. Und ich denke immer so, sie redet mit mir. Was denkst du, dass ich immer Ärger kriege? Gar nicht. Jetzt muss ich doch glatt mal. Ich bin ja auch blond. Anhänger. Aber ich hatte schon einmal gefragt, macht ihr Montag eins, ich trage den Stream mit Fragezeichen ein, gehe aber nicht davon aus. Ich möchte es nicht versprechen, ich weiß nicht, wie es bei Philipp, ich habe Philipp noch gar nicht gefragt. Ich sag das jetzt einfach so und frage Philipp gar nicht. Nein. Nein, also Ostermontag kein. Nein, am Ostermontag hat meine Tochter Geburtstag, ach so. Tag darauf ich. Also ich Eiersuchen sagen, ist doch eigentlich am Montag, oder? Also Oster. Ah, nee, schon gut. Schon gut, ich habe nichts gesagt. Hä? Vergiss es. Vergiss es. Alles gut. Also nein. Wir könnten allerdings das auf Dienstag stellen. Ja, die Möglichkeit gäbe es. Und du singst Minzständchen. Auf gar keinen Fall. Du hast ja auch noch. Ich hab am Dienstag. Ja, ja, ach Mann, das hab ich lass mich das vergessen, Mann. Da habe ich nichts dagegen, weil mein Tag feiern wir tatsächlich auch nicht. Weil ja, dann feiern wir, einmal feiern, dann feiern wir nach Ostern den Dienstag, feiern wir zusammen mit Philipp seinen Geburtstag. Was haltet ihr davon? Gute Nacht, Karl-Heinz. Oliverchen hat am 1.4. Oha! Oha, oha! Das ist Montag. Auch. Auch am Montag. Nee. 1.4. ist Ostermontag. Ja, Montag, meine ich ja. Auch. Karl-Heinz, schlaf gut. Winke, winke. Bis morgen. Du hast Karfreitag. Das ist auch gut. Wer hat Karfreitag? Oliverchen. Am 1.4. Ich ach so. Habe Karfreitag. Ach, ich habe Karfreitag. Ja, okay, warte. Jetzt muss das ich hier erstmal. Er hat jetzt diesen Freitag. Jetzt muss ich hier gerade mal was einstellen. Steuerung C? Ja, Steuerung C. Erstmal hier. Das ist an. Aber ich will nicht jede dritte Bahn, ich will jede zweite Bahn. So. Nee, ich bin knapp vorbeigerutscht, Guru. Aber meine Tochter hat's geschafft, ja. Alles April-Scherze. April ist, glaube ich, sind viele, oder? Bei uns im Discord. Auch, ja. Ja, ja, ich glaube sogar die zweitmeisten. Dann im Oktober sind ganz viele? Oktober sind die meisten. Da sind es, glaube ich, 7. Ja, da sind hier so Lavi, Miri, Julia, ich. Ron. Oktober waren ganz schön viele, ne? Ja, ja. Ich glaube 7 Stück oder so. Ach, wie hast du es also er hat das nicht geschafft. Wenn, dann war das seine liebe Frau. Er hat zugehalten. Also, Sigi, es sei denn, er hat zugehalten. Dann... Ich sag ja, ich habe nur meinen Senf dazugegeben. Ja, aber 1. April ist schon lustig. Kann man nichts anderes sagen. Termin war auch 1. April. Ja. Tatsächlich. Und sie hat Ostersonntag geschafft.
Dominik, ich habe meinen Urlaub Geburtstag. Und Dominik, wann hast du Urlaub? Ich frage. Ich habe nächste Woche auch Urlaub. Ich habe auch an meinem Urlaub Geburtstag. Kann ich auch sagen. Oliverchen. Oliverchen, wir haben einen schönen Discord. Das ist ganz hübsch. Sind maximale Idioten drin. Volles Fund. Also ich inklusive mir, ne? Also, muss man ja mal so sagen, ne? Das war aber liebevoll gemeint, nicht, dass mir das irgendjemand hinterher trägt. Oh. Die haben mich heute schon gemobbt, also darf ich mich auch wehren. Warte, da ist Hexele. Guck, da ist Hexele am Start. Warte. Ich muss nur kurz wenden. Du ertappst dich auch immer dabei, mehrmals die Woche die Streams von Andrina anzusehen. Auf Andrinas Discord-Channel findest du die Selbsthilfegruppe für anonyme Andrina-Holiker. Bleib nicht anonym, schau vorbei und werde Teil der Community. Geil, Excellent, geil. Und falls du noch mehr sehen möchtest, schau auch gerne bei Andrina Games auf YouTube vorbei. Die anonymen Andrina Holik. Das ist ja auch geil. Die Welt ist ein Irrenhaus und hier ist die Zentrale. Ja, ja. Ich hab mal gesagt, weiß, für irgendwen werde ich wahrscheinlich jetzt auf die Füße treten, aber ich habe mal gesagt, ich komme später, wenn ich irgendwann mal gehe, in die Hölle und dort besetze ich meinen Thron. Plonk. Oh, knapp, ne? Das wird, oh, der wird knapp, oh, war der knapp. Ich bin übrigens schon beim Steine sammeln. Ey, du bist schon bei Steine sammeln, Zeig. Ja. Mit den schönen Steinen. Aber du kannst schon noch weiter rauffahren mit deinem Arm, ne? Der nimmt schon mehr mit, ne? Ja, ich mach nur Vorgewände erstmal. Da sitze ich schon. Pah, Jens, wenn ich komme, rat mal. Na, glaub mal dran, ne, du. Nie und nimmer auch. Sigi. Weißt du, ich habe eine gute Lehrerin. Das sollte nicht. Na also, wenn all die Braven in den Himmel kommen, will ich da gar nicht hin. Ich stimmt, das stimmt. Siehst du, deswegen sag ich nehme den Thron. Also ich bin ja manchmal lieb, aber... Manchmal ist eben halt nicht immer. Aber nur manchmal. Genau. Manchmal ist halt eben nicht immer. Meinst du, ich schaffe dieses Feld noch? Weiß ich nicht. Frauen kommen doch nicht in die Hölle, denn Hexen haben dort nichts zu suchen. Boah, der war 1A. Ärger nur, um im Warm zu halten, bis ich komme. Na ja. Guck mal, Kuchen stellt sich auch schon hinten an. Jeder möchte auf den Thron. Und das gilt auch für Manu. Ja. Ich glaube, Manu könnte keiner Fliege was zuleide tun. Das habe ich jetzt... Ihr habt es selber gehört, ja? Ich wollte es nur gesagt haben. Eieiei. Ihr habt das jetzt selber gehört. Die Lache, lol. Ja. Ich hab's versucht. Wie heißt dieser kleine Liebesengel? Ich hab's wirklich versucht. Ich wollte sie jetzt in Schutz nehmen. Wie hieß nochmal dieser kleine Liebesengel? Weiß nicht. Na wie, Amor. Amor, genau.
Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Andrina auf ihrem Thron und Amor schwirrt um sie herum. Ja, genau. Ne? Manu ist Amor. So schön immer rundrum mit einer Harfe oder so. Aber in den Drachenhimmel würde ich gerne kommen. So eine schöne, schöne Wippe. Wer meint's? Mit einer... Eros, das ist ein anderer Guru. Harfe oder eine Flöte. Mit einer Querflöte. Genau, mit einer Querflöte. Boah, ich hasse euch. Ich hasse euch so. Ich hasse euch so sehr. Diese scheiß Querflöte. Deswegen sage ich jetzt ein kleiner Armbeugel mit der Querflöte. Ihr seid so bösartig, echt. Ah, das wäre doch mal geil. Och, was kann sie gut lachen, Mensch, wie ich das vermisst habe. Sie ist im Anmarsch, sie ist im Anmarsch. Mit großen Schritten, lieber Sigi, mit großen Schritten. Sie scharrt mit den Füßen. Ja. Das ist doch Eros Ramazzotti. Och. Diese Querflöte. Allein, dass Ron das im Discord gepostet hat. Diesen Laden. Wo man Querflöten kriegt. Es glaubt mir kein Mensch, dass genauso wie ich das hier sage oder wie ihr das gelesen habt, genauso läuft das hier ab. Das glaubt mir keine Sau. Wirklich, vor dem ersten Kaffee bluten die Ohren. Und das hört nicht auf. Nimm gar nicht. Die Lache musste abnehmen und als Emoji bei dir einbinden. Ja, genau. Immer wenn Sub kommt. Oh weia, oh weia. Nee, das glaubt mir kein Mensch. So läuft das morgens hier ab. Das glaubt mir keiner. Vor dem ersten Kaffee, nach was ich dir noch sagen wollte. Oh. So ganz leise, so ans Bett, so. Psst. Andrina! Andrina! Was ich noch vergessen habe! Sigi ist nicht nur Andrina-süchtig, sondern auch Manu-süchtig. Ja, kann ich verstehen. Bald bin ich wieder da. Aber so wie du jetzt gerade gesagt hast, so mit Andrina, so ging es mir. Was war das? Vor zwei Nächten oder so? Ja. Ich wach auf, nachts musste zur Toilette und guck auf mein Handy, will auf mein Handy gucken, wie spät es ist. Mein Handy geht nicht an. Scheiße, was ist mit meinem Handy? Mein Wecker, meine Bankverbindung, nachts, weißt du. Ich erstmal bei Olli geklopft. Olli, mein Handy geht nicht. Mitten in der Nacht. Es war bei Olli an der Tür geklopft. Olli, mein Handy geht nicht. Braucht man dein Ladekabel? Was? Was? Wer? Wie? Wo? Oh. Das war überfordert. Ja. ich glaube, ich... Naja, doch, vielleicht. Noch bis Feierabend reicht mein Saatgut noch. Die Bienchen sind ja süß. Was sind süß? Von Andi. Das sind so kleine Käferchen. Raupen, ne? Raupen? Raupen sind das? Raupenriegel, ja. Ach, deswegen findet sie die so toll. Raupen nimmer satt. Kennst du die? Ja. Genauso ein komisches Ding wie der Schweigefuchs. Hallo, liebe Grit, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen, Grit. Von Raupen. Hallo, Grit.